Let's find that suit and get out. Das ist kein guter Anfang. Also der Verdacht erhärtet sich, dass die Blackbox im Kopf ist. Weil die Leiche hat keinen Kopf. Also auch keine Blackbox, bei ihm dann ähnlich. Ja. Oh. Hier hat sich wohl auch mehr ausgetobt. Vielleicht hat WoW auch irgendwas angefangen zu tun. Und hat sich nach und nach weiterentwickelt und irgendwann gemerkt, dass das, was es am Anfang getan hat, nicht richtig war. Und jetzt versucht es, seine eigenen Fehler auszubügeln. Aufhören. Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Tauchraumkonsole. Dive Room. Medical Bay. Das? Ein CT? Nee, eine Druckkammer. Wir haben noch sehr viele Gänge da hinten, die wir nicht zu Ende gegangen sind. Sind wir hier gelandet? Oh, oh. Catherine, hast du Antworten für uns? Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda? You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so, we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Inwiefern ist ein Druck für unseren Körper ein Problem? Also der Körper von uns selber ist tot, richtig? Und wird nur von irgendeinem mechanischen Skelett aufrechterhalten? Nee. WoW wird irgendwas mit der Leiche gemacht haben, dass die Leiche funktionsfähig wieder ist und halbwegs lebt. Also vielleicht atmen wir ja doch irgendwie und deswegen ist Simon so am Hecheln, das ist kein psychosomatisches Ding. Ja, Catherine, wir haben gerade eine existenzielle Krise. Gib mir eine Sekunde. Ja, also wir brauchen die menschlichen Komponenten, weil sonst könnte man einfach sagen, okay, wir sorgen einfach dafür, dass keine Luft mehr im Körper ist. Dann gehen wir einfach raus. Dann sollte Druck nicht schlimm sein, weil nichts zum Zerquetschen da ist.
Wobei mechanische Komponenten können ja auch irgendwelche Einschlüsse haben. Es wird auch alles kaputt gehen. Ja, okay, wir machen einfach. Was haben wir hier? What are you waiting for? Find a power suit and let's get on with this. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Das ist Herb. Herb hat ganz viele Nachrichten geschickt, die wir gehört haben. Ei. War hier nicht auch noch einer? Nein. Heimat zu Kampfanzug. Ein Hochdruckkampfanzug, der eine Temperaturspanne von 50 bis minus 75 Grad standhalten kann, während im Inneren gemäß Standardeinstellungen gleichbleibend 40 Grad herrschen, was immer noch unangenehm ist. Der Anzug schirmt den Träger automatisch von Druck ab und kann den Normalwert von einer Atmosphäre bis zu einer Tiefe von 5000 Metern beibehalten. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. Benutzung. Der Anzug kann über eine rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein. Normalerweise kann aber ein Anzug von jedermann getragen werden. Controller. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hauptleitwert den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. Okay. Come on, let's activate the power suit. Wie? Oh, okay. Wir sind Omikron. Aktivieren Sonde D. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few kinds of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colony, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Okay. Cortex chip, Strukturgel und eine Stromquelle. Batterie. Aber irgendwas wurde die gegen gekickt? Nee, ne? Da gehen wir später raus. Come on, we need to get a Cortex chip, a battery pack and some structure gel. Kampfanzüge geprüft und einsatzbereit. Jasper bestätigt. Catherine bestätigt. Iwaschik bestätigt. Ellen bestätigt. Ellen bestätigt. Ims bestätigt. Okay. Omikron-Scans sind in der Arche. Ausrüstungsrationen geladen. Aufzugsplattform für Gewicht kalibriert. Kranführer bereit. Omikron steht in 2 Tagen für Abholung bereit. Ja, ist Catherine wieder ganz links. Das sind wohl die letzten Überlebenden, hm? Also, bis dato Überlebenden.
Und hier ist nichts von dem Zeug, was wir brauchen. Nope. Heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und in den ganzen anderen Räumen nach den Komponenten suchen. Lagerräume sind immer gut, ja? Okay, Lagerräume sind doch nicht immer gut. Das ist eine Batterie, oder? Deswegen ist überall Strom. Aspirin. Würde helfen, wenn wir wissen, wie die Sachen aussehen würden. Geht's wieder rüber. Nee, okay. Hier hatten wir die komische Vision, dass wir aufhören sollen. Noteingriff. Fehler beim Lockdown-Aufhebung. Bitte auf Diagnose warten. Oh. Wir leiden. Maschinenraum, Systemüberlastung. Also Maschinenraum gucken, hm? Ruffy, Jacob Halperin. Heute wurde außerhalb der Omikron-Nebenstelle ein ungewöhnlich sedierter Orange Ruffy gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswerte Knochenschwund, das seine Wahrnehmung zu stören schien, habe ihn zum näheren Studium hereingebracht, wobei er sich aber dann versteifte und starb. Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding dann wieder zum Leben, außerhalb des Wassers, habe ihn ein paar Minuten lang schaukeln lassen und ihn dann zurück in ein Aquarium gesetzt. Dort fing er sofort an, sich selbst am Glas zu Tode zu schlagen, bevor ich ihn wieder rausnehmen konnte. Also ein Fisch. Shelley. Tod bei der Ankunft. Claudia Eames. Darby und Waldeck identifizierten das Ding, das für die Sabotage der Luma-Sonde in einer Tiefe von 900 Metern verantwortlich war. Es handelt sich um einen 150 cm langen Schwarzfisch, der so aussieht, als wäre er mit einem anderen Fisch bzw. Hai verschmolzen. So eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen. Es war eindeutig schlimmer. Es wird eindeutig schlimmer. Irgendetwas verursacht dies und den Unsinn mit dem radioaktiven Niederschlag, den Orvi ständig redet, glaube ich einfach nicht. Ja, Strahlung macht nicht so schnell solche Veränderungen. Mutiert ja, aber das müsste dann auch weiter vererbt werden und das dauert. Johann Ross, Tod bei der Ankunft. Claudia Eames. Den toten Mann, der heute Morgen auf der Aufzugsplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als Johann Ross, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist. Und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Wenn das Arche-Team noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da hinuntergehen. Ja, manch. Du siehst anders aus. Er sieht wirklich anders aus, als wenn er jeden Moment aufstehen würde. Hier sind wir reingekommen.
es ist eine Bürste. Oh. Das heißt, wenn irgendwo jetzt irgendwas eingesperrt war, kann es sich frei bewegen. Wir kommen aber auch überall in jeden Raum rein, um die ganzen Komponenten zu finden. Ob das jetzt so ein fairer Tausch ist, ist eine gute Frage. Repair Bay. Hier wird doch Struktur G bestimmt sein, oder? Ohne Batterie. Über die irgendwas rausrupfen. Dose drin zu sein, aber ne. Na gut, weiter. Hallo. Du bist auch schon wieder so fast am Aufstehen. Alpha needs medicine. In den Abyss. Bring es zu Alpha in den Abyss. Was? Binde Tau. Forward Alpha. Nimm das G zu Alpha. Das Herz von Alpha. Was zur Hölle? Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbie leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Wir haben Herbie den Kopf abgerissen. Okay, stay safe. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Hey, look at that! Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right, heading into radio silence. Good luck, guys. Das ist jetzt der Archetrupp, der runtergegangen ist, der nicht zurückgekommen ist. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. Hol den Virus. Ich glaube, wow, will mit uns sprechen. Ich
Wir leiden. Er ist wir. Hier. Warum hast du einen Ventilator an deiner Brust? Ich habe noch keinen einzigen von den drei Teilen gefunden. Ist ich überhaupt richtig dafür? Na gut, wir haben jetzt oben ja dann auch das ganze Ding geöffnet. Das heißt, vielleicht haben wir da jetzt ein paar Räume, wo da Sachen rumliegen. Hier ist immer noch Zeug abgeschlossen. Also wir müssen hier auch nochmal das Kontrolle aufheben. Komisch, dass das Ding uns durchgelassen hat. Wir sehen sehr... Nur ist auch kein Kopf. Ja, wir sehen nicht mehr sehr menschlich aus und trotzdem hat das Ding irgendwie keinen Alarm geschlagen. Und das erste Versuche mit dieser komischen Flüssigkeit... Ja. Bei Theta, Schaltkreis nachgeahmt, vorherige Ergebnisse prüfen, systemischer Schock, tot, Struktur gilt Testformel, Setup gespaltene Platine, Mikroakku. Wow. Wir haben sehr schnell, sehr abgefahren experimentiert mit dem Zeug, ja? Lisa Cameron, das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile, sogar wenn man es von einer Stromquelle trennt. Wird es auf Schaltkreise angewandt, scheint es die Konnektivität zu fördern. Funktion. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das Gel steuert die Effektivität und Arbeitsleistung einfacher Maschinen. Die Modifikationen, die die WoW am Gel vorgenommen hat, sind aber voller zusätzlicher Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben. Wird das Gel dagegen auf eine komplexere Maschine angewandt, wirkt es bei neuen Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieser dann zugrunde geht. Wir könnten das Gel zu unserem Vorteil nutzen, aber dazu muss es vorher umkalibriert werden, um den Schadcode herauszufiltern. Pathologie. Habe das Gel auf eine tote Maus angewandt. Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben. Sie wurde dann in dasselbe Habitat gesetzt wie eine lebende Maus. Die wiederbelebte Maus war teilnahmslos, während die lebende gestresst wirkte. Ich bin auch gestresst, wenn mein Buddy plötzlich wieder von den Toten zurückkommt und einfach in mein Zimmer gestellt wird. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf, sich zu bewegen. Der Leichnam war fest, dass ich das Gel darin erhärtet hätte. Fortschritt. Habe noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Eames. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Das Ding wirkt katatonisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler. Zur Vermeidung einer Aushärtung wie bei der vorherigen Maus wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Strömung in das Tier geleitet. Dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren. Chemische Analyse. Grundsätzlich bleibt das Strukturgel unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte Gel mit ausgerichtetem Graphen in einer mehrfach ungesättigten Matrix. Das Problem ist nicht das Gel selbst, sondern die WoW, die sie steuert. Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die WoW benutzt sie einfach nur auf eine Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten. Ergebnisse. Alles spricht... Stand gerade stopp, die WoW? Wer spricht dann mit uns? Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierten Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper, von der WoW über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie... dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führte.
die den gesamten Organismus betrafen. Hier nach den Gründen zu fragen ist schwierig, da wir ja von einer KI reden. Aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von dem Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es um Schadcode oder eine umsichtig programmierte Gnadentötung handelt. Aber es ist alles recht komisch geschrieben hier. Aber es sieht danach aus, als ob es uns das Überleben leichter machen würde. Ja. Jo. Unkalibriert. Strukturgel. Zelle 1. Dispensgel. Wollen wir das Ganze jetzt mal live beobachten, oder wie? Ja, okay. Okay, hier haben wir eine Platine und rechts haben wir eine tote Ratte mit irgendwelchen Chips daneben. Und da hinten eine Leiche. Machen wir erstmal... einfach nur einen leeren Raum. Sollte ja nichts passieren, also es geht... Oh, doch eine statische Entladung. Mehr nicht. Oh, wir könnten Dinge reinlegen. Alle. Ne, okay. Zurück. Also, einfach nur eine technische Komponente. Sollte das Ganze jetzt beschleunigen und verbessern. Ja, Bucherung kommen. Es hat Strom. Und tut wahrscheinlich Dinge. Und die Ratte wird jetzt zu irgendeinem Berserker mutieren. Einfach nur am Leben erhalten. Sieht jetzt nicht nach aggressivem Verhalten aus. Es sieht eher nach den, wie die Leichen, die wir gefunden haben und Amy. Also einfach nur wirklich am Leben erhalten. Um jeden Preis. Egal, ob der Wirtskörper das will oder nicht. Weil halt der Job von WoW ist, den Menschen zu helfen. Und am Leben zu halten, hört sich zuerst nach Helfen an, ja. Wir holen dich da nicht raus. Du kannst es. Du bleibst da schön drin. Ah. Come on. Oh. Können wir dich so reparieren? Das heißt, das Gel müsste verstehen, wie das Ding funktioniert, was die eigentliche Funktion davon war und daraus dann schlussfolgern, welche Leitungen gefixt werden müssen. Und es optimiert das Ganze dann auch noch. Das klingt schon sehr gelenkt, ne? It came back to life. Something like it. Okay, Gel haben wir. Brauchen wir noch Batterie und eine andere Sache.
Ratte macht komische Geräusche. Wichtig. Das sieht noch mehr Experimenten aus. Oh, Chippy, genau. Verschiedenen mutierten Fische, die es hier inzwischen gibt. Sonst scheinbar nichts. Mehr tote Ratten. Ross und die Wow konnte einen Zusammenhang zwischen den überlasteten Systemen und der Leiche von Dr. Ross herstellen. Ich konnte die Leiche ein paar Sekunden lang in einem Glasgefäß abschirmen und beobachtete währenddessen einen starken Abfall der Messwerte. Wenn wir Ross wirklich in Omikron 1 behalten müssen, dann sollten wir versuchen, irgendwie eine permanente Barriere zur Vermeidung schwerer Systemfehler zu richten. Ist Ross die Gestalt, die gerade immer wieder aufgetaucht ist? Der war nämlich auch hinter der Glasbarriere. Ross wieder Aufladung. Wow arbeitet definitiv an der Reparatur von Ross' Leiche. Das ist mit Abstand das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe. Auf irgendeine Weise bombardiert die Wow, die primär auf das Strukturgel in den Wänden beschränkt ist, die Leiche mit jedem System, auf das es zugreifen kann. Das Glasgefäß wird mit einer schädlichen Menge an Elektromagnetismus und Strahlung umgeben, die das Gel zu steuern scheint, das sich bereits in Ross' Körper befindet. Bin mir nicht sicher, was die Wow nach seiner Wiederherstellung erwartet, aber wenigstens sollte all der Wahnsinn aufhören, wenn der Körper 100% erreicht. Ich weiß ja nicht. Wollen wir uns wieder angucken? Ich weiß nicht, ob das... Na komm. Hi. Nichts wirklich Neues. Ich hätte irgendwie gehofft, dass wir in jedem dieser abgesperrten Bereiche eins von den Teilen finden würden. Das hier scheint allerdings ein Flop gewesen zu sein. Ja. Na gut, wir haben eine Struktur gegeben, wir brauchen immer noch Chip und die Batterie. Waren wir jetzt noch nicht? Hydroponics und der Raum da hinten.
Yikes. Also Pflanzen scheint das Zeug nicht wirklich zu mögen. Computer ja, Menschen und Fische ja, Pflanzen eher nicht so. Okay, es scheint eine weitere Station zu geben, die wohl nicht allen bekannt ist und wo vielleicht verbotene Sachen gemacht werden. Und die Kreatur in dem Glaskasten war definitiv dieser Ross, der jetzt nicht mehr da ist, nur zwischendurch kurz erscheint. Ja. Und es hört sich so an, also jeder, der hier arbeitet, hat ja so eine Blackbox im Kopf, die auch Signale empfangen kann. Und wer hätte das zu Problemen geführt? Weil sich so ja auch der Computer dann einhacken kann? Du stehst irgendwann auf, oder?